Weiter geht's auf der Interschutz. Heute sind wir bei Weber und hier gibt's was ganz Neues, die Smartforce-Reihe. Darauf gehen wir aber gleich ein. Wir schauen uns jetzt erstmal den Stand von Weber an und gucken mal, was es hier so Neues gibt. Und dann erzählen wir euch, was das hier Neues kann. Ihr kennt ja schon unsere eForce-Geräte und das ist ganz neu. Weiter geht's auf der Interschutz Halle 26 und hinter mir der Stand von Weber, wie eben schon gesagt. Und ich habe mir sagen lassen, die ganzen Artikel, die ganzen Rettungsgeräte, die hier heute ausgestellt werden auf der Interschutz, sind alle nagelneu. Das heißt, keines der Rettungsgeräte, welches hier ausgestellt ist, das gab es schon mal bisher. Es wird quasi alles komplett neu hier vorgestellt. Und mit dem richtigen Klopper fangen wir direkt an. Die Weber RSCF7 Schere, aka Schneidgerät. Und ich habe gehört, das ist eine absolute Weltneuheit, denn die Schere kann das, was sonst keine Schere auf der Welt kann, den absolut härtesten Stahl in so einem Durchmesser spannungsfrei durchschneiden. Also die Schere, das Schneidgerät kann alles schneiden, da ist dann auch keine B-Säule oder A-Säule mehr im Weg. Auch ganz neu, B-Kompakt, akkubetrieben mit mehr Hydraulikflüssigkeit, um eben einfach auch große Zylinder und alles bedienen zu können. Neues Schneidgerät RSC 170 Plus. Und was hier neu ist, das zeige ich euch einmal. Die Form des Schneidplatz und der Winkel und die Zusammensetzung sind komplett neu. Das heißt, ihr kennt ja das, wenn ihr schneidet, dass die Schere sich dann so kippt, hoch, runter oder euch eben nach rechts und links drückt. Mit der neuen Geometrie dieser Schneide ist das komplett hinfällig. Und ihr haltet die Schere und die schneidet einfach so durch, wie sie ist und bleibt so. Das heißt, man wird nicht mehr zwischen dem Auto eingeklemmt oder eingequetscht oder die Schere dreht sich, sondern einfach durchschneiden. Auch das Thema Pneumatik, ganz neue Hebekissen. Und dazu wird es demnächst auch ein extra Video geben zum Thema Heben von Lasten und Hebekissen. Auch taktisches Material stellt Weber jetzt her. Das heißt, es gibt jetzt eine extra Serie für Spezialeinheiten, zum Beispiel zur Türöffnung, wie auch hier dieser Türöffnungskoffer, wo man per Hand pumpen kann und hat hier den Türöffner und auch ein handbetriebenes Tritt-Tool, super leicht vor allem. Und sowas natürlich für jede Katastrophe geeignet, da es einfach immer funktioniert. Man braucht kein Hydraulikaggregat und kann einfach per Pumpen Trümmer anheben. Den BMW hier habt ihr schon in unserem ersten Video, im Sneak Peek Video gesehen. Hier, wie ihr seht, werden einige Dinge ausgestellt, nenne ich es mal, die Weber so baut. Eigentlich schade um das schöne Auto, aber gut, irgendwo muss man ja üben. Und wie ihr seht, hier ist wirklich schon echt viel los. Der Stand wird super gut angenommen. Aber jetzt haben wir euch das eine oder andere schon gezeigt. Aber das, was ihr eigentlich sehen wollt, die neuen akkubetriebenen Geräte, die schauen wir uns jetzt an. Kommt mit. Jetzt wollt ihr natürlich erfahren, was hat es mit der neuen Smartforce-Serie auf sich. Das will ich euch erklären. Was ist erstmal anders an dem Gerät? Das seht ihr direkt hier an dem Pumpenmodul. Der Griff sieht anders aus und hinten der Akku ist ein anderer Akku und er ist verpackt, sodass das Gerät mit dem richtigen Deckel auch wasserdicht ist. Bis 3 Meter Tiefe könnt ihr damit arbeiten. Dann haben wir hier oben andere Bedienteile mit einem Lichtschalter, Licht an und aus und diverse Anzeigen, die euch verschiedene Dinge anzeigen. Und man kann das Gerät verbinden mit einem Tablet, iPhone oder wie auch immer mit der dazugehörigen App. Das heißt, vor allem für die Ausbildung. Eine richtig coole Sache. Ihr seht hier genau, wie fährt das Gerät, wie viel Druck baut das Gerät gerade auf und vor allem, wenn ihr jetzt zum Beispiel beim THVU-Lehrgang jemanden schneiden lasst und merkt, okay, das, was er da gerade macht, ist gefährlich, zack und aus. Das heißt, ich habe weiter gedrückt, aber das Gerät fährt nicht weiter. Das heißt, man kann einen sogenannten Safety-Stop machen und kann dann dem Auszubildenden sagen, okay, stopp, jetzt Pause, hast was falsch gemacht, deswegen habe ich einen Stopp gemacht. Das ist die eine Sache. Aber es geht natürlich noch viel mehr, das stellen wir euch dann alles mal umfänglich vor, wenn es soweit ist. Was auch schön ist, man kann das Gerät verbinden. Das heißt, ich kann das entweder per WLAN
mit dem Tablet oder dem iPhone verbinden. Oder es ist auch eine SIM-Karte fest verbaut. Das heißt, das Thema Diebstahl ist ja bei Akkugeräten immer ein großes Problem. Das Teil sendet immer seinen Standort und ich kann auch hier Diebstahlmodus machen und dann funktioniert das Gerät einfach nicht mehr. Selbst wenn jemand das Gerät entwenden sollte, mache ich hier den Diebstahlmodus rein und man kann mit dem Gerät gar nichts mehr anfangen. Also richtig krass, richtig neue Entwicklung und wie wir zu Beginn gesagt haben, bei den schlauchgebundenen Geräten natürlich hier auch das Smooth Cut, das heißt die neuen Schneideblätter mit der neuen Geometrie, dass das Gerät sich einfach beim Schneiden nicht mehr verdreht und verwindet. Insgesamt ein einmal rund erneuertes System mit vor allem neuen Akkus. Der Akku ist jetzt ein 8 Ampere-Stunden Akku, 18 Volt Akku. Und das Schöne daran ist, das ist natürlich so ein Akku, den hat eigentlich jeder dabei. Jeder Akkuschrauber ist damit bedienbar oder betreibbar. Das heißt, ein absolut multifunktioneller Akku und der ist jetzt auch verwendbar mit den neuen Geräten. Zudem ist er super langlebig. Das heißt, wir haben euch ja schon diverse Videos gezeigt, wie viel man mit so einem Akku schneiden kann und der neue Akku ist einfach noch mal krasser. Also rundum komplett neues und gelungenes System und das werden wir euch natürlich noch mal ganz genau und umfänglich in dem Video vorstellen. Generell hat das Thema Digitalisierung bei Weber ja einen recht großen Stellenwert erlangt. Wie ihr gesehen habt, eben die Schnittstelle zwischen dem Rettungsgerät und so einem Tablet, aber auch hier hinten im Digitalisierungscontainer oder im Digitalcontainer findet ihr die ein oder andere neue App, wie zum Beispiel eine Alarmierungs-App und das ein oder andere neue Feature für das Smartphone. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann verlinken wir euch unten einfach mal die Seite von Weber. Da könnt ihr euch mal anschauen, was es hier alles Neues gibt. Wo der BMW da hinten nicht mehr intakt ist, haben wir hier dafür einen umso schöneren Audi e-tron. Der hat ja in Social Media recht groß für Aufmerksamkeit gesorgt. Hier drin sind auch Rettungsgeräte von Weber verbaut, als quasi schneller Vorausrüstwagen. Schnieke Kiste. Wem würde die nicht gefallen? Generell ist der Stand hier einfach echt imposant. Ein riesengroßer Stand und meiner Meinung nach vom Design her super krass. Also richtig, richtig schnieke. Wie immer ein Blickfang, der große gelbe Sack. Recover E-Bag ist auch am Start. Und da hinten, kommt mal mit, natürlich auch das Crash-System. Das haben wir euch ja auch schon mal gezeigt, wie dort die Autos zerdeppert werden. Morgen Abend wieder einschalten, da gibt es dann was zur S-Guard Safety Tour und was man hier noch so machen kann, was man hier ausbildungstechnisch auf der Messe mitnehmen kann. Wir wussten ja, dass Weber einiges Neues präsentieren wird, dass es so viel ist und vor allem, dass die neue Smartforce-Serie so krass ist und das alles kann, was sie kann. Heftig, also richtig krass und auch natürlich der Stand super imposant, riesengroß. Und wie ihr seht, der Stand wird echt gut angenommen, es sind super viele Leute hier, schauen sich die ganzen neuen Sachen an. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die nächsten Tage noch hier auf die Interschutz kommt, kommt vorbei, schaut es euch an, fasst es an und guckt euch das Auto an. So viel hier von der Interschutz zum Weber-Stand. Wenn ihr allerdings noch mehr von Weber oder zur Smartforce-Serie erfahren wollt, da könnt ihr mal hier unten klicken, da hat der Peppi alles dazu erklärt und hat euch nochmal den Stand gezeigt. Hier unten klicken und dann sehen wir uns wieder morgen Abend.